Hello and welcome to this series of lectures, Wissenschaft in Sauriersaal. This is a series of lectures in collaboration between the Museum für Naturkunde Berlin and the Humboldt University. And I would like to thank Berliner Sparkasse for supporting this series and for making it possible. I'm Sarah Darwin and I'm a researcher at the Museum für Naturkunde. And today I'll be introducing you to Professor Dr. Julia Voss. And she will be talking about art and science in Charles Darwin's and Hilmer af Klint's revolutionary botany. So I thought I would talk about a couple of aspects of Darwin, his botany and his appreciation of art and beauty. So first of all, Darwin and his botany. Being a botanist myself, I like to think that Darwin was, of course, a botanist at heart. While his theory of evolution by natural selection is more often associated with finches, his true passion lay in plants. Indeed, his Cambridge professor of botany taught him to see the small differences between individual plants of the same species. For example, some individual plants are taller than others. And this was an essential lesson for Darwin and would help him to understand natural variation and became a central tenet of his theory of evolution years later. Secondly, Darwin's appreciation of art. Whilst Darwin was not an accomplished draftsman, as we'll hear from Professor Voss, he had a great appreciation of art. He visited art galleries and even reported feelings of the sublime while looking at artworks. Even collected Renaissance engravings and hanging on Charles and Emma's Darwin's marital bedroom wall were painting prints by Raphael and Titian. The artworks hanging in his study were almost certainly carefully selected. Darwin had portraits of his heroes. Charles Lyell, the famous geologist who wrote about the history of the earth and how it had changed slowly over time. And was much older than previously understood. Erasmus Darwin, who was Charles Darwin's grandfather and came up with a theory of evolution before Charles Darwin was even born. And Charles Darwin had a print of Leonardo da Vinci in his study, the original Renaissance man. Darwin would have been aware of da Vinci's incredible anatomical drawings and his passion for nature, but perhaps not of da Vinci's scientific interests. Perhaps Darwin even considered himself a Renaissance man. Finally, the beauty in Darwin's theory. Darwin saw real beauty in his theory of evolution. He was worried about the public reception of his theory, and he was probably even concerned that people might think that the natural world would be less special if God hadn't created it. So he was very careful in his book on the Origin of Species to use a poetic style and to give the impression of the wonders and beauty of evolution. In his final paragraph in On the Origin of Species, Darwin says of his theory, "There is grandeur in this view of life." And he goes on to say, "From so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved." It is now my enormous pleasure to introduce you to Professor Voss and Flower Power, Art and Science in Charles Darwin's and Hilmer af Klint's Revolutionary Botany. Thank you. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag. Meine lieben Freunde und Freundinnen der Kunst, der Wissenschaft, des Gartens, der Spaziergänge, der Natur, der Blumen und Pflanzen. Liebe Sarah Darwin, herzlichen Dank für diese Einleitung. Lieber Johannes Vogel, herzlichen Dank für diese Einladung. Es ist eine merkwürdige Situation, aus der ich heraus zu Ihnen spreche. Vor mir ist kein Publikum, hinter mir sind eine ganze Batterie von Skeletten, von Dinosaurier-Skeletten. Die Situation ist ein bisschen wie in dem berühmten Film Nachts im Museum.
mit Ben Stiller. Und falls ich tatsächlich von einem sich bewegenden Dinosaurier-Skelett weggehoben werden sollte, endet dieser Vortrag. Ich hoffe, das wird nicht eintreffen. Ich freue mich, hier zu sein und zu diesem Experiment eingeladen worden zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Kunsthistoriker hier schon im Museum gesprochen haben, und ich erachte es als eine große Ehre, als Kunsthistorikerin und Wissenschaftshistorikerin zu Ihnen zu sprechen. Ich spreche über zwei Personen, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, über die Künstlerin, die schwedische Künstlerin, die schwedische Malerin Hilma af Klint und den Naturwissenschaftler, den Begründer der Evolutionstheorie, den englischen Begründer der Evolutionstheorie Charles Darwin. Beide haben einige Gemeinsamkeiten, die selbst für mich auch eine Überraschung war. Und über diese Überraschung, über diese Entdeckung möchte ich heute Abend sprechen. Ich blende kurz ein, dass ich tatsächlich über beide ein Buch geschrieben habe. Charles Darwin, Darwins Bilder, war der Gegenstand meiner Doktorarbeit, die 2007 erschienen ist. Und Hilma af Klint war der Gegenstand eines Buches, das letztes Jahr erschienen ist, einer Biografie. Sie werden sich sicherlich fragen, was ist denn die Gemeinsamkeit, was haben diese beiden Personen gemeinsam, worüber kann es heute Abend gehen? Eine Gemeinsamkeit habe ich Ihnen schon verraten im Titel Flower Power, dass nämlich beiden Pflanzen ganz besonders am Herzen lagen und dass Pflanzen für beide Schlüsselorganismen waren, mit denen sie sich ein Leben lang auseinandergesetzt haben und Organismen waren, aus denen sie besondere Erkenntnisse ziehen konnten. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass beide Pioniere in ihrem Feld waren. Darwin war natürlich ein Pionier im Feld der Naturwissenschaften, im Feld der Biologie. Er hat eine neue Biologie begründet mit seiner Evolutionstheorie. Ich zeige Ihnen hier eine ganz berühmte Zeichnung von 1837, die Charles Darwin eben selbst gezeichnet hat. Und um wie zu sagen, wie wichtig Bilder für sein Denken sind, beginnt er tatsächlich dieses Notizbuch mit dem Satz I think, den Sie hier oben lesen. Und dann zeichnet er in wenigen schnellen Strichen den ersten Baum der Evolution, und daraus entwickelt sich dann seine ganze Evolutionstheorie. Ich werde auf dieses Bild auch nochmal zurückkommen. Ich finde es ein besonders eindrückliches und besonders schönes Bild. Sarah Darwin hat es schon gesagt, Charles Darwin war vielleicht ungewöhnlich für Naturwissenschaftler seiner Zeit, kein begabter Zeichner, wenn es darum ging, Organismen naturalistisch abzuzeichnen. Viele seiner Zeitgenossen konnten das, es war auch Teil des Studiums damals. Darwin konnte es nicht. Darwin hat es selbst bedauert, dass er es nicht konnte. Er hat später in seiner Autobiografie auch geschrieben, dass er es nicht konnte. Aber tatsächlich war er ein ganz herausragender, ein ganz hervorragender konzeptioneller Zeichner. Also wenn es darum ging, eine Theorie auf Papier zu bannen, also nicht einen einzelnen Gegenstand wiederzugeben, sondern eine Theorie zusammenzuführen, verschiedene Gedankenelemente zu komprimieren und in einer Zeichnung zu fassen, dann ist Darwin tatsächlich unübertroffen. Und ich glaube, er ist damit viel näher an dem Begriff eines Künstlers, den wir heute haben, als an einem naturalistischen Künstler, der vielleicht im 19. Jahrhundert mehr bewundert worden wäre. Die andere Pionierin, über die ich heute Abend spreche, ist Hilma af Klint, eine Künstlerin, von der vielleicht noch nicht alle von Ihnen gehört haben, aber ich bin mir sicher, dass Sie in den nächsten Jahren immer noch wieder viel von ihr hören werden. Der Siegeszug von Hilma af Klint hat sozusagen gerade begonnen, und er hat spät begonnen. Gestorben ist sie 1944, ich sage auch gleich noch mehr zu ihrem Leben. Sie ist aber vor einigen Jahren, 2013, nämlich in einer großen Ausstellung mit einem Paukenschlag wieder an die Öffentlichkeit getreten, im Moderna Museet in Stockholm. Und diese Ausstellung hieß Pionierin der Abstraktion. Tatsächlich hat Hilma af Klint sehr früh und auf riesigen Formaten abstrakt angefangen zu malen. Normalerweise in der Kunstgeschichte rechnen wir mit der Abstraktion so um das Jahr 1910-11. Hilma af Klint beginnt damit 1906. Und was ich Ihnen hier zeige, ist ein Einblick in eine Ausstellungsansicht in einem sehr berühmten Museum in New York, im Guggenheim Museum. Dort wurden ihre Gemälde gezeigt, und tatsächlich ist diese Ausstellung im Guggenheim Museum zu einer oder der erfolgreichsten Ausstellung in der Geschichte des Guggenheim Museums geworden. Es kamen 600.000 Leute, so viele kamen zu keiner Ausstellung davor, und damit mit diesem Rekord, mit diesem Paukenschlag, glaube ich, ist Hilma af Klint endgültig dann auch in der Kunstgeschichte angekommen. Zur Vergegenwärtigung zeige ich Ihnen nochmal den prächtigen Bau, in dem Hilma af Klint gezeigt worden ist, auf der Fifth Avenue im Guggenheim Museum. Und damit Sie sich ein erstes Bild davon machen können, mit welcher Art von Gemälden es wir zu tun haben, zeige ich Ihnen zwei ihrer Gemälde, die Sie gesehen haben. Diese Gemälde sind über 3,40 Meter hoch.
Sie tragen den Titel Die 10 Größten. Das sind immer Serien, in denen sie arbeitet. Und ich zeige hier Nummer 4 und Nummer 5, Jugend- und Erwachsenenalter. Und Hilma af Klint hat über diese Bilder gesprochen als ihre Evolutionsbilder. Das heißt, es geht heute Abend um zwei Pioniere in der Kunst und in der Wissenschaft. Beide haben was Neues begründet. Charles Darwin, die Evolutionstheorie. Hilma af Klint steht ganz am Anfang der abstrakten Malerei. Und beide haben sich für Evolution interessiert und das anhand von Pflanzen. Ich werde heute Abend in drei Akten sozusagen zu Ihnen sprechen, in zwei, drei Kapiteln, die ich Ihnen kurz vorher nennen möchte. Das erste ist im grünen Labor, dann geht es um die Evolution und dann geht es um die revolutionäre Botanik. Ich fange an im grünen Labor und ich habe Ihnen mitgebracht von beiden Pionieren Kinderbilder. Sie sehen links einen Blumentopf umarmt Charles Darwin in Matrosenjäckchen und Rüschenkragen, rechts daneben in einer Studioaufnahme Hilma af Klint. Und ich will ganz kurz ein bisschen was zu Charles Darwins Leben sagen. Ich nehme an, vieles von Ihnen ist Ihnen bewusst, aber es ist immer gut, sich das trotzdem in Erinnerung zu rufen. Geboren wurde Charles Darwin in Shrewsbury, einem kleinen Ort in den West Midlands von England. Seine Jugend war ausgesprochen grün, wenn er darüber spricht. Ich glaube, das ist für das 19. Jahrhundert nichts Ungewöhnliches. Sie werden kaum Kinder finden, die nicht im engen Kontakt mit der Natur groß werden. Trotzdem ist es natürlich unterschiedlich, wie das einen prägen kann. Darwin prägt es sehr. Er erzählt, dass er als Kind schon Käfer gesammelt hat und sich der Natur gewidmet hat. Er wird in ein naturwissenschaftliches Elternhaus geboren. Sein Vater ist Arzt. Sein Großvater, ein berühmter Naturforscher, auch. Und insofern, Darwin saugt das sozusagen mit der Familie alles ein. Seine Mutter stirbt sehr früh, als er noch ein Kind ist, und er wird dann von seinen Schwestern vornehmlich betreut. Er studiert dann in der Familientradition Medizin in Edinburgh, das sagt ihm aber nicht zu. Ihn stößt das Sezieren von Leichen ab, und das ist vielleicht schon ein wichtiges Indiz für den Blick von Darwin auf die Natur. Es ist ein sehr respektvoller, ein sehr freudvoller Blick auf die Natur, und tatsächlich, sein Vater hat Verständnis dafür und erlaubt ihm dann, nach Cambridge zu gehen, wo er Theologie studiert. Das klingt vielleicht wunderlicher aus heutiger Sicht, als es ist. Theologie war sozusagen die Kuppel für die Wissenschaften, weil man sozusagen alles mit Hinblick auf das göttliche Werk sich angesehen hat. Insofern, Charles Darwin ist in Cambridge und hört Vorlesungen zur Geologie, zur Botanik, zur Zoologie. Da fehlt eine 80 gerade, aber trotzdem. Also er ist von 1831 bis 1836 auf der berühmten Weltumsegelung mit der HMS Beagle unterwegs, die ihn nach Südamerika berühmterweise führt, auf die Galapagos-Inseln, wo später dann die Darwin-Finken nach ihm benannt werden. Er kommt zurück und in Auseinandersetzung mit den Sammlungen in London entwickelt er dann wirklich in kürzester Zeit seine Evolutionstheorie, veröffentlicht den Reisebericht zwei Jahre später und zieht dann 1842 nach Down in die Grafschaft Kent. Und das ist wichtig für uns, weil er tatsächlich jetzt wieder mitten in die Natur zieht und dann auch keine größeren Reisen mehr macht und tatsächlich sesshaft bleibt und wie verrückt an seinen Büchern arbeitet und ein Buch nach dem anderen publiziert. Das erste Buch hat eine sehr lange Inkubationsphase, sein erstes Buch zur Evolutionstheorie, nämlich erst 1859 erscheint Die Entstehung der Arten, 1842 Umzug nach Kent, 1859 Die Entstehung der Arten, tatsächlich, weil er ein sehr skrupulöser Denker ist, der erst dann publiziert, wenn er sich sehr sicher ist und wenn er vor allen Dingen tausende von Fallbeispielen hat, mit denen er das belegen kann. Es kommen viele Bücher dazwischen, über die ich auch gleich sprechen werde. Das andere berühmte, der andere Paukenschlag ist 1871, Abstammung des Menschen erscheint, und damit wird die Evolutionstheorie auch von Darwin auf den Menschen auch bezogen. Und 1882 stirbt er in Down House und wird in Westminster Abbey begraben. Wir gehen jetzt auch in die Grafschaft Kent zu Down House, dem Lebensmittelpunkt von Darwin und seiner Familie. Er ist ich kriege jetzt gerade angezeigt, dass your device will turn off automatically. Dem Lebensmittelpunkt seiner Familie. Darwin ist verheiratet mit Emma Darwin, eine geborene Wedgwood, aus der Familie der berühmten Porzellanhersteller. Die beiden bekommen 10 Kinder gemeinsam, von denen allerdings 3 schon im Kindesalter sterben werden.
Downhouse gibt es bis heute, ist ein wunderbares Museum. Wenn wir alle wieder reisen, würde ich Ihnen vorschlagen, auch mal dahin zu reisen. Downhouse kann besichtigt werden und ich habe Ihnen mitgebracht auch zwei Bilder, zwei Ansichten vom heutigen Downhouse in der Grafschaft Kent, wo Sie das wunderbare Haus sehen können und auch das Studienzimmer von Darwin, was Sarah Darwin Ihnen eben gerade schon in Teilen beschrieben hat. Dort hängt zum Beispiel an der Wand das berühmte Porträt von Charles Lyell und Sie sehen die Arbeitsmaterialien und Utensilien. Darwin ist von da an ein äußerst sesshafter Autor und diese Sesshaftigkeit erlaubt ihm, dieses enorme Arbeitspensum zu bewältigen. Er hat einen enorm getakteten Arbeitsablauf, morgens früh aufstehen, lesen, arbeiten, forschen, spazieren gehen, vorlesen. Es ist tatsächlich gar nicht so, dass er bis abends spät oder bis in die Nacht hinein arbeitet, sondern er arbeitet enorm rhythmisiert und in diesem immer gleichen Rhythmus bewältigt er diese Massen an Literatur und diese Massen an Forschungsarbeit. Er hat auch dort Gewächshäuser, die es auch heute noch gibt. Ich konnte mir nicht verkneifen, dieses Bild, was ich im Netz gefunden habe, von Sarah Darwin in diesem Gewächshaus, also im Gewächshaus der Familie, aus der sie kommt, zu zeigen. Es ist ein wunderschönes Gewächshaus, wie Sie sehen. Und Sie sehen auch Darwin in seinem Gewächshaus, wie er sich dort über Pflanzen beugt. Orchideen, würde ich meinen, sind dort dargestellt. Das ist ein Gemälde eines russischen Malers, der das viel später gemalt hat. Aber da es keine anderen Ansichten aus der Zeit gibt, habe ich gedacht, ich bringe Ihnen das mit, damit Sie diesen Darwin vor Augen haben, Darwin im grünen Labor, damit Sie sich vorstellen können, wie Darwin arbeitet und lebt, tatsächlich im engsten Zusammenhang mit den Pflanzen, im grünen, im engsten Zusammenhang mit seiner Familie und im ganz nahen Austausch mit den Pflanzen. Eine erste Pflanze, die in dieses Gewächshaus einzieht, ist die Drosera rotundifolia, der rundblättrige Sonnentau, den Charles Darwin auf einer kleinen Reise innerhalb von England näher begegnet. Und zwar bringt er seine Tochter Annie, die krank ist und die zu einer Kur gehen muss, die bringt er nach Sussex und dort stößt er auf diese Pflanze, auf den rundblättrigen Sonnentau. Der Sonnentau ist eine insektenfangende Spezies und das ist etwas, was Darwin enorm fasziniert. Darwin fängt daran über zu forschen und wird dieser Pflanze auch diesen Pflanzen, die eben Insekten fangen, ein ganzes Buch widmen. Und seine Frau Emma Darwin sagt staunend im Jahr 1860, zurzeit behandelt er Drosera wie einen lebenden Organismus und ich glaube, er hofft schließlich beweisen zu können, dass sie ein Tier ist. Und das heißt, Sie haben hier ein ganz wichtiges Moment, es ist immer viel gesprochen darüber worden, ob die Evolutionstheorie sozusagen den Menschen zum Tier macht oder das Tier zum Menschen. Tatsächlich ist Darwin jemand, der eher die Organismen hochstuft und sehr sich dafür interessiert, menschliche Eigenschaften in Tieren zu finden. Und diesen Blick wendet er auch auf die Pflanzen an, dass er eben tierische Eigenschaften in den Pflanzen sieht und findet und beschreibt und das auch als Beleg der Evolutionstheorie sieht, nämlich als Verflüssigung der Grenzen zwischen den unterschiedlichen Reichen. Wenn wir über Charles Darwin in seinem grünen Labor jetzt kurz gesprochen haben, dann will ich gleich auch zu Hilma af Klint kommen. Auch über ihr Leben erzähle ich ein bisschen was. Das ist vielleicht weniger Leuten geläufig. Sie wird geboren 1862 auf Schloss Karlberg in Solna vor Stockholm. Das heißt, sie wird schon sozusagen in eine postdarwinistische Welt hineingeboren. Auch sie hat ein im weitesten Sinne naturwissenschaftliches Elternhaus. Das Schloss Karlberg ist nämlich gar kein Schloss mehr, sondern es ist eine Kaserne. Und ihre ganze Familie sind Offiziere der Navy. Und sie wird in ein Elternhaus geboren, wo natürlich dadurch die Naturwissenschaften, die Mathematik, die Astronomie eine wichtige Rolle spielen. Und sie wird damit groß. 1879 beginnt sie ihre Kunstausbildung und macht etwas gleichzeitig, was vielleicht in Naturkundemuseen nicht so oft zur Sprache kommt. Sie besucht nämlich Seancen. Sie trifft sich mit Leuten, die versuchen sozusagen mit höheren Sphären in Kontakt zu kommen. Das ist eine berühmte Freizeitbeschäftigung oder vielleicht auch ein weit verbreitetes Interesse im 19. Jahrhundert. Und ich glaube, wir müssen uns das im Vergleich zu der verbreiteten Religion ansehen. Es gibt auf der einen Seite gibt es die Kirche, die dogmatisch ist, auch sehr in
Schweden. Es gibt die protestantische Staatskirche, die praktisch sagt, wenn ihr mit Gott Kontakt aufnehmen wollt, dann müsst ihr durch uns gehen. Und es gibt eine immer größer werdende Bewegung, die der Ansicht ist, dass es sich lohnt, selbst diesen Kontakt zu suchen und selbst mit den göttlichen Kräften in Verbindung zu treten. Und das kann dann auch ganz andere Formen annehmen. Und bei Hilma af Klint, wie wir noch sehen werden, nimmt es vor allen Dingen auch häufig sehr pantheistische Formen an. Ihre Schwester stirbt 1880. Die Schwester ist noch ein Kind. Hilma af Klint wird gerade 18 Jahre alt. Und ich glaube, das ist noch ein weiterer wichtiger Moment in ihrem Leben, dass sie nämlich versucht, sozusagen dieses Band mit der Schwester nicht abreißen zu lassen, dieses Band, was Tod und Leben trennt, nicht abreißen zu lassen und tatsächlich das Leben oder das Band des Lebens weiter zu spüren und weiter zu erforschen. Sie studiert dann Kunst an der Königlichen Kunstakademie in Stockholm. Frauen dürfen damals in Stockholm schon an der Königlichen Akademie studieren. Das ist eine Ausnahme. Und sie wird 1900 eine Zeichnerin am Veterinärmedizinischen Institut. Da werde ich Ihnen auch gleich noch was zeigen. Das heißt, sie bekommt auch Einblick ins wissenschaftliche Zeichnen. 1906 beginnt sie dann abstrakt zu malen. Und dann machen wir einen großen Sprung. 1918 zieht sie auf die Insel Munsö im Mälarsee in Schweden, wo sie dann auch wohnen bleibt. Unterbrochen von vielen Reisen nach Dornach in die Schweiz, wo sie zum Goetheanum geht, was Rudolf Steiner dort begründet hat. 1930 entwirft sie ein Tempelgebäude auf der Insel Ven für eine Insel, wo ihre Kunst Platz haben soll. Die zeige ich Ihnen auch gleich noch mehr. Und 1932 bestimmt sie, dass ihre Werke erst 20 Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden sollen. Sie ist der Ansicht, dass sozusagen ihre Zeitgenossen zu wenig Verständnis dafür haben und schießt praktisch diese Gemälde, die sie geschaffen hat, schießt sie in die Zukunft, schießt sie sozusagen aus ihrer Zeit heraus. Ihre Zeitgenossen sollen nicht das letzte Wort haben und sie vermacht es uns. Und mit gutem Recht kann man sagen, denn tatsächlich muss man sagen, ist die Wertschätzung von Hilma af Klint in den letzten Jahren enorm gestiegen. 1944 stirbt sie in einem Vorort von Stockholm. Einfach damit Sie die Bandbreite sehen und auch sehen, woher Hilma af Klint kommt, zeige ich Ihnen ein paar Bilder. Hilma af Klint hier an der Akademie. In ihrem Studio und auch zeichnend Kommilitonen in ihrem Notizbuch. Als nächstes zeige ich Ihnen Blumenstudien aus den 1890er Jahren, die sie gemacht hat, und Sie sehen, dass Sie da eine sehr hingebungsvolle Zeichnerin und Aquarellistin haben, die ganz intensiv auf die Details der Pflanzen eingeht, die jede Blüte malt, jedes Härchen malt, die Wuchsform malt. Es sind fast Porträts von Blumen. Es sind keine typisierten Blumen, sondern es sind fast Porträts, denen sie sich da widmet, ganz rechts auch, wo sie den Habitus des Gewächses malt und dann zeichnet und dann eben drüber nochmal eine Farbstudie setzt. Das heißt, Hilma af Klint ist in der Lage, mit höchster technischer Perfektion das Äußere von Pflanzen wiederzugeben, aber es wird ihr nicht reichen, wie wir sehen. Sie kommt dann ans Veterinärmedizinische Institut in Stockholm und illustriert zusammen mit einer Freundin, Anna Cassell, die auch Zeichnerin ist, die ganz viel mit ihr zusammen macht, ein Buch über Pferdechirurgie. Auch hier wieder gibt es diesen Blick auf die äußere Erscheinung des Tieres. Wenn Sie sich fragen, was da gezeigt wird, das ist eine Zahnoperation beim Pferd, habe ich mir sagen lassen. Und weil man einem Pferd das Maul nicht öffnen kann, sodass es fixiert werden kann, wurden tatsächlich in den Schädel die Löcher gebohrt, um dann an die Zähne zu kommen. Also relativ brachial. Trotzdem muss man sagen, derjenige, der dieses Veterinärmedizinische Institut führt, ist einer der ersten, der dafür eintritt, dass Tiere betäubt werden, wenn sie operiert werden. Also hier lernt sie auch einen Mann kennen, der sich mit den Gefühlen und dem Schmerzempfinden von Tieren auseinandersetzt. Und sie bekommt auch einen Einblick in die Wissenschaft zurzeit. Wennerholm, der dieses Institut leitet, ist auch ein großer Verfechter von moderner Studien, mikroskopischen Studien, was Seuchen und so weiter anbetrifft, was natürlich im Tierreich immer auch eine große Rolle spielt, das wissen wir heute. Und das heißt, Hilma af Klint bekommt die ganze Bandbreite des wissenschaftlichen Forschens mit. Ich habe hier mitgebracht so einen Blick durch das Mikroskop auf einen, ich glaube, es sind Tuberkelerreger, was ich Ihnen gerade zeige. Vor allen Dingen ist mir wichtig, dass Sie sehen, dass Hilma af Klint praktisch diese Bandbreite geboten bekommt und als Künstlerin all diese Formen des wissenschaftlichen Sehens kennt. Und ich zeige Ihnen noch ein
Bild aus der Serie Die Zehn Größten. Und wenn Sie sich fragen, woher diese ungewöhnliche Komposition herkommt, dann ist vielleicht so dieses petrischalenhafte Gewusel ein ganz guter Anhaltspunkt. Bei Hilma af Klint geht es immer darum, sozusagen die Lebendigkeit, die Verbindung mit dem Leben auf die Leinwand zu bringen. Und dieses sozusagen all over, dieses petrischalenhafte Gewusel ist etwas, was sie auch aus eigener Anschauung kennt. Hilma af Klint malt in Stockholm diese großen Bilder. Sie malt auch noch viel mehr. Sie malt einen Zyklus, der Gemälde für den Tempel heißt. Darüber will ich aber heute Abend nicht im Detail sprechen. Wir machen jetzt einen Sprung. Sie zieht nämlich dann von der Stadt aufs Land, auf die Insel Munsö, wie ich Ihnen gesagt habe. Hier sehen wir Hilma af Klint in ein bisschen fortgeschrittenem Alter. Sie zieht auf die Insel Munsö und malt unter anderem diesen schönen Blick auf den Mälersee. Und ich zeige Ihnen auch noch mal die Insel von oben. Das heißt, eine wunderbare, fantastisch schöne, grüne Insel, die Sie hier sehen. Hilma af Klint wird, als sie auf die Insel Munsö zieht im Jahr 1918, versinkt Europa im Krieg weiterhin. Es ist der Erste Weltkrieg. Schweden, wie Sie wissen, ist neutral geblieben, was aber nicht heißt, dass der Krieg keine Auswirkungen auf Schweden hat. Tatsächlich gibt es dort auch Hungersnöte, es kommt zu Arbeiterrevolten. Hilma af Klint wohnt, als sie auf dieser Insel wohnt, in einem sehr einfachen Sommerhaus zusammen mit ihrer Mutter und einer Freundin, Thomasine Andersson, die auch als Rote Kreuzschwester im Krieg Kranke betreut. Und Hilma af Klint wird dort auf der Insel Munsö anfangen, sich immer weiter in die Botanik zu vertiefen. Und auf das Buch komme ich gleich zu sprechen. Was sie tatsächlich macht, ist dann mit Daten versehen, Blumen auf der Insel sich näher anzuschauen und diese zu studieren. Und ich habe Ihnen hier Bilder mitgebracht davon. Tatsächlich habe ich die Blumen, die sie studiert hat, auch alle hier in der Umgebung gefunden. Also Sie werden zum Beispiel das Leberblümchen hier identifizieren können oder den Sauerklee, die Waldanemone oder ein Veilchen. Das ist das grüne Labor, in der sie ihre Forschung stattfinden lässt. Und ich komme zum nächsten Kapitel, nämlich zum Kapitel Evolution. Was verstehen Hilma af Klint und was versteht Darwin unter Evolution, wenn Sie über Evolution reden? Ich habe Ihnen wieder zwei Bilder mitgebracht von den beiden, die ich sehr gerne mag. Auf der einen Seite sehen Sie Charles Darwin zusammen mit einem Sohn. Die Söhne werden tatsächlich bei ihm in der Forschung auch eine Rolle spielen. Die machen dann später auch Illustrationen für bestimmte Bücher von ihm. Seine Töchter werden auch in die Forschung eingebunden. Und Sie sehen auf der anderen Seite Hilma af Klint in ihrem Atelier. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich nochmal auf diese Zeichnung zurückkomme und habe hier klein in Rot Wanted drunter geschrieben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das mitbekommen hat. Dieses Notizbuch, was wahrscheinlich irgendwie der Juwel der Cambridge University Library ist, dieses Notizbuch wird nämlich vermisst, wie sich seit einigen Monaten herausgestellt hat. Es ist nicht mehr dort, wo es sein sollte und man geht jetzt davon aus, dass es seit 2001 schon verschwunden ist. Also wenn Sie irgendwelche Hinweise haben sollten, wo es wird gesucht und es ist als gestohlen gemeldet worden und es ist gerade vor kurzem oder vor einigen Monaten erst festgestellt worden, dass dieses wertvolle Buch tatsächlich nicht mehr da ist. Dieses Notizbuch von Charles Darwin ist deswegen eben so bedeutend, weil das der Moment ist, wo er von seiner Weltumsegelung zurückkommt. Er kommt nach London zurück, er trifft sich mit allen Experten der Sammlung in London und in den Auseinandersetzungen mit den Sammlungen, die er mitgebracht hat von seiner Reise und dem Expertenwissen, entwickelt er in sehr kurzer Geschwindigkeit seine Evolutionstheorie. Und Sie sehen, tatsächlich hat dieses kleine Bäumchen zeigt alle Elemente seiner Evolutionstheorie auf einen Blick. Sie sehen auf der einen Seite sehen Sie diese kleine Eins. Da geht es darum, dass alles Leben aus einem Ursprung kommt, also einen gemeinsamen Ursprung hat. Dann fächert sich das auf in große Klassen. Das heißt, es gibt diese Variation, die in der Geschichte des Lebendigen gibt es diese Variationen, die sich aus kleinen Variationen, die sich akkumulieren, zu großen Veränderungen zusammensetzen. Und dann haben Sie auch diese Striche, manche enden sozusagen einfach so im Nichts und andere sind mit Strichen abgeschlossen. Und die, die mit so Querstrichen abgeschlossen sind, sind die Arten, die immer noch existieren. Und die anderen sind diejenigen, die sozusagen auslaufen und dann aussterben. Das heißt, der gemeinsame Ursprung, die Variation und auch das Aussterben von Arten, alles wichtige Elemente von Darwins Evolutionstheorie, kommen in dieser kleinen Zeichnung vor, die er mit I think betitelt.
Er wird noch viele von diesen kleinen Zeichnungen machen, die alle in der Cambridge University Library liegen. Und er wird vor allen Dingen ein großes Schaubild selbst entwerfen für sein Buch über die Entstehung der Arten, das ich Ihnen hier zeige. Das ist tatsächlich die Vorlage, die dann an den Stecher geht. Der Stecher wird es noch einmal umdrehen. Und das ist dann die Klappseite, die Sie hier sehen, die Entstehung der Arten erscheint. Entstehung der Arten hat nur ein einziges Bild. Das ist diese Klapptafel, die Darwin den Lesern sozusagen mit an die Hand gibt, sodass man beim Lesen dieses Bild die ganze Zeit anschauen kann. Und hier ist es auch wieder so, alle Elemente seiner Evolutionstheorie können auf einen Blick erfasst werden. Darum ist auch für Darwin so wichtig, in diesen Bildern zu denken, weil das tatsächlich das Medium ist, in der alles zusammenkommen kann. Und dann erscheint Origin of Species. Ich habe Ihnen hier eine zweite Auflage mitgebracht, eine zweite Originalauflage aus dem Jahr 1860. Ende 1859 erscheint es, die zweite Auflage erscheint 1860 und führt zu den großen Debatten im 19. Jahrhundert. Und eigentlich gibt es überhaupt keinen Bereich der Gesellschaft, der davon unberührt bleibt. Philosophen, Politiker, Klerikale, alle äußern sich zu dieser Theorie, Biologen natürlich auch. Es kommt zu vielen heftigen Auseinandersetzungen. Von einigen Schlüssen ist Darwin selbst sehr überrascht und ich möchte deswegen eine Sache ansprechen, die ihm vielleicht auch selbst am Herzen lag. Wir alle kennen aus dem 19. Jahrhundert, wir kennen es aber auch aus unserem Sprachgebrauch, diese Vorstellung, dass mit der Evolutionstheorie sozusagen die Natur im Kampf dargestellt wird. Das kommt im Deutschen besonders deswegen zustande, weil Darwins Begriff des Struggle for Existence, wie er diese Auseinandersetzung der Organismen nennt, im Deutschen übersetzt wird mit Kampf ums Dasein. Aber gleichwohl, sowohl in England als auch in Deutschland gibt es dann unendlich viele Darstellungen von solchen Organismen, die gegeneinander kämpfen und man beruft sich dann immer auf Darwin und sagt, das sei der Kampf, den diese Organismen führen würden. Und Darwin ist selbst ganz verblüfft, dass dieser Schluss aus seiner Theorie gezogen wird und er schreibt, und ich lese Ihnen dieses Zitat vor, dieser Satz bleibt aber so unbegriffen, dass ich wiederholt habe, eine Verwunderung darüber äußern hören, dass so große Tiere wie das Mastodon und die älteren Dinosaurier, in meinem Rücken, haben untergehen können, als ob die bloße Körperstärke schon genüge, um den Sieg im Kampfe ums Dasein zu sichern. Im Gegenteile könnte gerade eine beträchtliche Größe in manchen Fällen des großen Nahrungsbedarfs wegen das Erlöschen beschleunigen. Also Darwin hat da eine sehr differenzierte Sicht. Er ist A, zum einen nicht der Ansicht, dass es diesen Zweikampf zwischen Tieren gibt, also dass es praktisch diese Arena des Lebens gibt, wo die Tiere wie so Gladiatoren aufeinandergesetzt werden, gehetzt werden. Das ist nicht seine Sicht. Und er hat auch eine sehr differenzierte Sicht darauf, was Vorteile sein können beim Überleben. Und enorme Größe ist etwas, was vielleicht im Zweikampf von Vorteil sein kann, aber im wirklichen Leben nicht unbedingt von Vorteil ist, wegen des größeren Nahrungsbedarfs. Darwin bringt tatsächlich andere Beispiele ins Rennen. Es gibt zum Beispiel von ihm die flugunfähigen Käfer Madeiras, die deswegen überleben, weil sie nicht hochsteigen können und von Wind nicht weggeweht werden. Oder es gibt von ihm auch die Blumen, die Kapazität haben, besonders viel Wasser zu speichern. Und natürlich diejenigen, wenn eine Trockenheit kommt, diejenigen, die Wasser speichern können, haben dann einen Vorteil, um sich fortzupflanzen und ja, sich weiter zu pflanzen. Das ist ein ganz wichtiges Element von seiner Theorie, das ich hier einbringen wollte. Und die Pflanzen spielen da auch wieder eine bedeutende Rolle. Natürlich ändert sich auch mit Charles Darwin die Kunst. Das ist in einigen wunderbaren Ausstellungen gezeigt worden. Ich habe hier drei Kataloge mal auf meinen Küchentisch gelegt und abfotografiert. Eine hat in Frankfurt in der Schirn stattgefunden, eine andere im Fitzwilliam Museum in Cambridge. Eine läuft gerade im Musée d'Orsay in Paris. Und tatsächlich konnten all diese Ausstellungen zeigen, dass eigentlich mit Darwin ein Epochenbruch in die Kunst kommt. Denken Sie vielleicht an die Mischwesen, die Arnold Böcklin in seinen Werken auftreten lässt, die sich aus verschiedenen Tieren zusammensetzen und tatsächlich einer evolutionären Fantasie entspringen. Denken Sie an Max Ernst, an den Surrealismus und die Mischwesen, die es dort gibt. Und denken Sie auch an den Jugendstil, der in Europa dann tatsächlich irgendwie nicht nur die Bilder erobert, sondern auch die Architektur und die U-Bahn-Stationen. Hilma af Klint gehört auch zu diesen Künstlerinnen, die in eine postdarwinistische oder eine postevolutionäre Welt geboren sind. Das heißt, es ist eine Theorie, mit der sie groß wird. Und ich habe hier dieses
Bild von ihr mitgebracht. Es ist eine Illustration, wie Sie vielleicht sehen können, für ein Kinderbuch. Und Sie sehen dort ein Kind sitzen. Es ist Maria Nyckelpiger. Nyckelpiger heißt auf Schwedisch Marienkäfer. Also es ist Maria Marienkäfer. Maria Marienkäfer sitzt mit ihrem Schäfchen auf der Wiese. Das ist natürlich einerseits ein religiöses Motiv. Aber in dieser Welt, in der sich Hilma af Klint bewegt, ist es auch mehr als ein religiöses Motiv. Tatsächlich diese Empathie, die zwischen Kind und Tier da entsteht, ist etwas, was viele Schriftsteller zu dieser Zeit interessiert. Die Kommunikation, die möglicherweise zwischen denen stattfindet, denken Sie zum Beispiel auch an Selma Lagerlöf und ihr Buch vom fliegenden Nils Holgersson, erscheint auch, wird in einem ähnlichen Zeitraum geschrieben. Und diese Vorstellung, dass Menschen über ihre Spezies hinweg mit anderen Organismen Kontakt aufnehmen können, dass sie diesen Strom des Lebens spüren können und dass es zu einem Austausch kommen kann, ist tatsächlich etwas, was in Schweden die Reformbewegung befeuert und etwas ist, was diese Kinderbücher auch als Unterstrom unterläuft. Wir sehen hier Hilma af Klint und wir sehen auch in ihrem Studio im Hintergrund sehen wir eine Version dieses Bildes von Maria Nyckelpiger, das Sie hier sehen, entstanden um 1902. Hilma af Klint bewegt sich weiter, nicht nur in naturwissenschaftlichen Kreisen, nicht nur in reformpädagogischen Kreisen, nicht nur auch in emanzipatorischen Kreisen, sondern auch in spirituellen Kreisen. Und was ich Ihnen hier mitgebracht habe, ist einerseits ein Bild von Robert Flood, von einem Buch aus dem Jahr 1629. Robert Flood, ein englischer Philosoph, der dort über die Rosenkreuzer schreibt. Und auf der anderen Seite sehen Sie eine ziemlich genaue Kopie davon. Und das ist die Rose der Fünf. Die Fünf ist nämlich die Gruppe, in der sich Hilma af Klint mit ihren Freundinnen trifft und mit denen sie versucht, in Seancen, in Meditationen Kontakt herzustellen zu anderen Welten, zu höheren Welten. Und die Pflanzen spielen auch dort eine ganz besondere Rolle, auch für Hilma af Klint, nicht nur als Zeichen, sondern weil die Pflanzen tatsächlich eine Vielfalt haben, die man sich selbst als Ideal nimmt. Pflanzen haben männliche und weibliche Geschlechtsorgane, Befruchtungsorgane, vereinen sie. Und tatsächlich, Hilma af Klint lebt in einer Gesellschaft, die großen Wert darauf legt, Männer und Frauen zu unterscheiden und einem Teil der Menschheit sehr viele Rechte abzusprechen. Und die Vielfalt der Natur und auch ihr Umgang mit der Vielfalt der Geschlechter ist sozusagen Vorbild, ein Ideal, das man erreichen möchte, weswegen die Pflanzen sozusagen sowas wie Leitgestirne sind, denen man sich widmet. Ich habe hier mitgebracht einige Notizbücher der Fünf, damit Sie sehen können, wie intensiv diese Studien betrieben werden. Die Fünf heißen die Fünf, weil es fünf Frauen sind, die sich treffen. Darunter ist auch wieder Anna Cassell, die Freundin, die auch mit am Veterinärmedizinischen Institut ist. Und hier sehen Sie wieder Bilder aus dem Zyklus von Hilma af Klint, die 10 größten, ihre Evolutionsbilder. Und Sie sehen auch schon, hier geht es irgendwie darum, dass sich etwas fortpflanzt, dass sich etwas entwickelt, dass sich etwas miteinander verbindet, verschmilzt, verwandelt, wächst. Und damit Sie das auch nochmal im Verhältnis sehen, zeige ich Ihnen noch einen Installation-Shot aus dem Moderna Museum in Stockholm jetzt. Und 1908 macht tatsächlich Hilma af Klint dieses Bild, wo auf dem die Evolution steht, schwedisch Evolution, und beginnt eine Serie über die Evolution zu malen. Evolution bei Hilma af Klint ist immer mehr nur als die organische Evolution. Sozusagen die Frage, die sie sich stellt, ist, wenn die Materie Evolution durchlaufen kann, kann dann auch der Geist Evolution durchlaufen. Und das ist, was sie besonders interessiert. Und das ist die Kraft, die sie sozusagen freisetzen möchte. Diese evolutive Kraft, die dann im Band des Lebens alles miteinander verknüpft. Wie Darwin ist sie auch der Ansicht, dass Evolution nicht dazu führt, dass sozusagen zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, wie das viele sehen wollen, sondern sie ist auch der Ansicht, dass es eigentlich zu einem friedlicheren Zusammenleben führen würde. Und es gibt von ihr 1920 die Vorstellung, dass tatsächlich die Menschheit sich entwickeln würde zu einer Spezies, die ihre Entwicklung auf schwachen Schultern vorwärts tragen könnte. Also auch hier ist die Vorstellung, dass die Evolution zu etwas führt, zu Organismen führt, die andere Strategien im Überleben, im Weiterleben, im Fortpflanzen haben, als das Miteinander kämpfen und sich bekriegen.
Ich komme zur revolutionären Botanik. Beide im fortgeschrittenen Alter, Charles Darwin hier mit Hut und langem Bart, auf der rechten Seite Hilma af Klint mit ihrer Mutter, auf einer anderen Insel vor einem Sommerhaus. Charles Darwin im fortgeschrittenen Alter ist eine wahnsinnige Berühmtheit. Er taucht in sehr vielen Karikaturen auf. Wenn Sie sich heute fragen, wer sind Wissenschaftler, die in Karikaturen überhaupt wiedererkennbar wären, kämen wir wahrscheinlich nicht auf so viele. Charles Darwin gehört zu dieser Gruppe und er wird natürlich am meisten karikiert im Zusammenhang mit seiner Evolutionstheorie. Einmal sehen wir ihn hier als seidiges Äffchen mit wehenden Haaren in den Bäumen und wir sehen ihn auch in seinem Garten als Gärtner. Charles Darwin veröffentlicht nämlich auch in diesen Zeitschriften, zum Beispiel in The Field, The Farm and the Garden oder Gardener's Chronicle. Und das heißt, er wird von dieser Community auch als jemand wahrgenommen, der in seinem eigenen Garten arbeitet. Und hier sehen wir ihn zusammen auf der rechten Seite mit einer mit Gartenwerkzeug im Hintergrund und einem Regenwurm. Den Regenwürmer wird er nämlich sein letztes Buch widmen. Aber wir sprechen über Pflanzen. Und das zweite Buch. Das nächste Buch, was Darwin schreibt, nachdem 1859 die Entstehung der Arten erschienen ist, ist dieses über Orchideen und über die verschiedenen Einrichtungen, mit denen Orchideen von Insekten befruchtet werden. Das ist für ihn ein ganz wichtiges Buch. Es erscheint 1862 und es ist dann auch später noch ein viel berühmteres Buch gewesen, denn Darwin in seinen Orchideenstudien macht die Voraussage, dass dieser Stern von Madagaskar, diese Orchidee Angraecum sesquipedale, dass dieser Stern von Madagaskar von einem ganz besonderen Insekt mit einem furchtbar langen Rüssel befruchtet werden muss. Und tatsächlich wird dieses Insekt später gefunden. Ich zeige es Ihnen auch gleich. Was aber Darwin an den Pflanzen und an den Orchideen interessiert, ist vor allen Dingen der Erfindungsreichtum, mit denen die verschiedenen Einrichtungen immer wieder neue Funktionen haben können in diesen Pflanzen. Und er schreibt, nach demselben Grundsatze kann man sagen, dass wenn ein Mensch eine Maschine für irgendeinen speziellen Zweck baut, aber alte Räder oder Federn und Rollen gebraucht, nur unbedeutend verändert, die ganze Maschine mit all ihren Teilen speziell ihrem jetzigen Zwecke angepasst sei. Das heißt, diese Vorstellung eines Schöpfergottes, der alles perfekt einrichtet, wird von ihm ersetzt durch die Natur als einer erfinderischen Bastlerin, die alte Teile nimmt und neuen Zwecken zuführt. Das heißt, die Natur ist ständig in Bewegung, ständig am Basteln, setzt diese Teile immer wieder neu zusammen und baut diese Sachen immer wieder um, wie Darwin mit großem Respekt vor den Orchideen schreibt. Hier zeige ich Ihnen den Xanthopan Morgani Predictor, weil er vorausgesagt worden ist, der tatsächlich diesen Stern von Madagaskar bei der Befruchtung bestäubt, bei der Bestäubung hilft. Ein nächstes Buch, was von Darwin erscheint, sind die Kletterpflanzen 1867. Und vielleicht, wenn Sie die Unterschrift lesen zu der Karikatur, werden Sie sehen, dass sie im engsten Zusammenhang damit steht. Der Karikaturist, der hier Darwin aufgreift, schreibt nämlich On Darwin's Movements and Habits of Climbing Plants. Also es sind nicht mehr die Kletterpflanzen, die klettern, sondern es ist Charles Darwin, der selbst klettert. Darwin hatte sehr engen Kontakt mit den Karikaturisten, die ihn karikiert haben. Das ist auch eine interessante Sache. Manchmal werden diese Karikaturen gezeigt, um zu belegen, dass Darwin so stark angegriffen worden ist. Aber tatsächlich war sich Darwin selbst bewusst, dass es besser ist, über seine Theorie herzlich lachen zu können, als sich vor ihr zu fürchten. Also insofern war er vielleicht auch typisch englisch, ein Freund des Humors und war mit den Karikaturisten im Austausch und hat sich über diese Karikaturen selbst sehr gefreut. Er schreibt ein Buch über die kletternden Pflanzen und Sie ahnen es schon, auch bei den kletternden Pflanzen geht es Darwin wieder darum, dass diese Tiere Vermögen haben, die wir eigentlich normalerweise Tieren zuschreiben. Er schreibt ganz intensiv in diesem Buch über Hopfen und es sind auch sehr schöne, sehr persönliche Schilderungen. Er schreibt, wie er diese Hopfenpflanze mit sich ins Zimmer nimmt. Darwin ist häufig auch krank. Er hat ein mysteriöses Leiden, was ihn häufig ja zu Schwindel und Erbrechen führt. Und er nimmt diese Pflanze mit in sein Zimmer, stellt sie zu sich nachts ins Zimmer, um sie besser zu beobachten können und teilt praktisch wie mit einem Haustier seinen Zimmer und kann sie vom Bett aus beobachten. Er
beobachtet ganz viele Pflanzen und sozusagen seine Gabe, die Zeit in den Zeitraffer zu versetzen, spielt nicht nur bei der Evolutionstheorie eine Rolle, sondern auch bei diesen unendlich langsamen natürlich Bewegungen der kletternden Pflanzen. Darwin beschreibt das sehr plastisch in seinem Buch. Er schreibt, die vorliegende Spezies, das ist jetzt eine andere, Bignonia litoralis, zieht sich in die Höhe wie ein Matrose, welcher mit beiden Händen zusammen ein Tau oberhalb seines Kopfes ergreift. Also auch hier sozusagen gilt seine ganze Bewunderung und sein Respekt diesen Pflanzen, die eben Vermögen haben, denen man Pflanzen normalerweise nicht zuspricht. Und tatsächlich sprengt er damit auch das, was wir normalerweise Pflanzen zuschreiben, und beschreibt sie ganz ähnlich wie Tiere. Und es gibt einen wunderschönen letzten Satz aus diesem Buch, den ich Ihnen kurz auch zitieren möchte. Er schreibt, alle Bewegungen hören nun auf. Infolge von Wachstum werden die Gewebe bald wunderbar stark und dauerhaft. Die Ranke hat ihre Arbeit getan und sie hat sie in wunderbarer Weise getan. Das heißt, es ist auch etwas, was Sarah Darwin kurz in der Einleitung angesprochen hat. Der Blick von Charles Darwin auf das Pflanzen- und Tierreich ist tatsächlich der immer eines Bewunderers und von jemandem, der staunt und der staunt über die Eigenschaften, die Tiere und Pflanzen haben und die oft über das hinausgehen, was wir ihnen zuschreiben. Ich komme noch mal zu den insektenfressenden Pflanzen zurück. Dieses Buch, das Darwin eben 1860 beginnt, forschend sich zu erarbeiten, wird tatsächlich von zwei Söhnen illustriert. Die machen diese wunderbaren Zeichnungen. Sie sehen einmal den Sonnentau, wie er sich zusammenzieht und dann, wie er sich nur auf einer Seite zusammenzieht. Wenn ich jemals jemandem einen Tipp geben sollte, wie man Charles Darwins Leben verfilmen kann, ich glaube, einen Moment müsste da unbedingt vorkommen, und zwar wie Charles Darwin sich in einen Zoowärter seiner insektenfressenden Pflanzen verwandelt. Er füttert diese Pflanzen tatsächlich ganz intensiv. Er füttert sie mit Milch, er füttert sie mit Eisenspänen, er füttert sie mit Fleisch und natürlich mit Insekten, um zu sehen, wie sie darauf reagieren, wie sie in der Lage sind, essbare Dinge Dinge, die sie verarbeiten können, von Dingen, die sie nicht verarbeiten können, zu unterscheiden. Und er staunt und staunt und staunt über diese Pflanzen, die eben dieses Vermögen haben. Ich zeige Ihnen auch noch mal eine fotografische Abbildung und auch noch ein Zitat von Darwin, der eben 1860 schon schreibt, bei Gott, ich glaube manchmal, Drosera ist ein verkleidetes Tier. Wir kommen wieder zu Hilma af Klint, die auf der Insel Munsö sich weiter befindet. Und im Krieg, wie ich schon sagte, während der Krieg in Europa tobt, selbst sich ein Forschungsprogramm auferlegt, was sie so beschreibt. Wo der Krieg die Pflanzen weggerissen hat und wo die Tiere getötet worden sind, gibt es leere Räume, welche mit neuen Gestalten gefüllt werden könnten, wenn ein genügender Glaube an die menschliche Fantasie und an die menschliche Fähigkeit, höhere Formen ausgestalten zu können, vorhanden wären. Und dieses Arbeitsvorhaben setzt sie dann eben auch um. Und sozusagen in Europa hat der Krieg getobt, er hat die Länder zerstört, und es ist jetzt das erste Frühjahr nach diesem Krieg, der zu Ende gegangen ist, und die Pflanzen kommen wieder aus dem Boden heraus. Und diese Kraft, mit der die Pflanzen aus dem Boden herauskommen, diese Kraft versucht sie sozusagen, sich mit dieser Kraft zu verbinden und auch zu erreichen, dass sich die Menschheit mit den Pflanzen, mit der Tierwelt, die sich erneuert, mit dieser Welt auch erneuert. Und sie macht ein wunderschönes Buch, das den Namen Blumen, Moose und Flechten trägt und das sie auf Deutsch schreibt, mit Hilfe ihrer Lebensgefährtin und Freundin Thomasine Andersson, die fließend Deutsch spricht. Und dort fängt sie nun an, fast wie in Tagebucheinträgen, Datum für Datum Pflanzen zu suchen und die in dieses Buch einzutragen. Und es fängt an, das Foto ist von mir dabei, sie fängt an mit dem Leberblümchen, das sie im Ende April eben findet. Die Natur in Schweden, wir sind ein wenig nördlicher, ist ein bisschen später, vielleicht ein bisschen wie im Moment bei uns. Und dieser Pflanze ordnet sie die Eigenschaft Freude zu. Anemona hepatica, das Leberblümchen, ist Freude. Corillus avellans, die Haselnuss, wird,
Jetzt kann ich das selbst auf meinen jetzt gar nicht richtig lesen. Wird, glaube ich, Lebendigkeit zugeordnet. Genau, also Hilma af Klint geht durch die Natur, versucht sich mit den Blumen zu verbinden. Wir wissen nicht genau, wie sie das gemacht hat, aber wahrscheinlich ist, dass sie eben meditierend mit diesen Pflanzen versucht, Kontakt aufzunehmen und praktisch dieses evolutionäre Band, was in der Biologie proklamiert worden ist, auch zu spüren, um mit diesen Pflanzen tatsächlich in Kontakt zu treten. Sie geht weiter und schreibt so wie Burnus, Opulus, dem gemeinen Schneeball, der wird mit Ungehorsam assoziiert. Dann kommen wir zu Tulipa, der Tulpe. Und zur Narzisse, die mit Glaube an Jugendkraft verbunden wird. Und ob Sie jetzt genau diese Zuschreibungen nachvollziehen können oder nicht, worum es in diesem Buch geht, was eine Mischung aus Herbarium und Andachtsbuch ist, ist, dass man eben versucht, spezienübergreifend diese Pflanzen, mit diesen Pflanzen Verbindungen aufzunehmen und die Kraft, die diese Pflanzen wieder einbringen, nachdem der Krieg so viel zerstört hat, diese Kraft wieder aufzunehmen. Also es ist der Versuch, meditierend mit der Natur eine neue Welt zu schaffen. Und diese neue Welt spricht Hilma af Klint auch ganz ausdrücklich an. Und zwar, wenn sie über die Hundsrose spricht, die ist da unten dargestellt, Rosa canina, in zwei Diagrammen, die mit zwei unterschiedlichen Spiralen gekennzeichnet sind. Das eine bewegt sich in die eine Richtung und das andere in die andere Richtung. Und sie schreibt in einem anderen Notizbuch dazu, der Urtypus kann als eine Spirale dargestellt werden, die nach oben geht, um nach neuen Gedanken zu suchen, und als eine Spirale, die sich nach unten senkt, im Suchen nach neuen Gefühlen. Das ist also das, was Hilma af Klint hofft, aus ihren Naturstudien ziehen zu können, neue Gedanken und neue Gefühle. Und tatsächlich kommt sie von einem Evolutionsbegriff, in den sie hineingeboren wird in ihrem Jahrhundert, und der sich vor allen Dingen auf die organische Welt bezogen hat, und entwickelt den weiter und versucht, den zu einem pantheistischen Begriff aufzubauen und schafft damit ihre fantastische Kunst. Ich zeige Ihnen noch ein weiteres Bild, was sie schaffen wird. Das hat den Titel Beim Betrachten von Blumen und Bäumen aus dem Jahr 1922. Und da sehen Sie eben auch, dass es diese wahnsinnige Energie gibt, diesen wahnsinnigen Lebensstrom, mit dem sie sich in Verbindung setzt. Und damit bin ich auch schon bei der letzten Folie meines Vortrags angekommen, nämlich dieser Spirale, die wir hier zweifach haben. Zum einen sehen Sie auf der linken Seite, sehen Sie Charles Darwin im Strudel des Lebens, in der Mitte sitzend, als wirklicher Renaissance-Mann, wie in einem Gemälde von Michelangelo als Gottvater. Und um ihn herum ist dieser Evolutionsstrudel, der sich vom Chaos ganz unten links auf dem Bild als Regenwurm hinausbewegt, über mehrere Stationen sich dann zum zylindertragenden Engländer, englischen Gentleman bewegt, dem Darwin gegenübersetzt. Und Sie sehen auf der anderen Seite den Evolutionsstrudel von Hilma af Klint, den sie 1922 beim Betrachten der Pflanzen gemalt hat. Für beide gilt, dass sie die Pflanzen sozusagen hochgestuft haben, dass sie das Gefühl hatten, dass die Pflanzen ein Vermögen haben, was weit darüber hinausgeht, als das, was wir ihnen zuschreiben. Darwin als beobachtender Wissenschaftler hat die Eigenschaften von Pflanzen aufgezeichnet, die sie eben aus dem Pflanzenreich, sozusagen aus den üblichen erwartbaren Eigenschaften herausreben und zeigen, dass sie in der Lage sind, Insekten zu fangen, Insekten zu verdauen, dass sie in der Lage sind, zu klettern, sich zu bewegen. Hilma af Klint ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat versucht, sozusagen von diesen Pflanzen zu lernen, von diesen Pflanzen sich dabei begleiten zu lassen, neue Gedanken und neue Gefühle zu entwickeln und praktisch diesen Lebenskraft, diesen Lebensstrom, sich mit diesem zu verbinden, und hat damit ihre wunderbare Kunst geschaffen und natürlich auch einen schönen Ausblick geschaffen
aus ihrem Jahrhundert hinaus in unsere Gegenwart. Ich schließe mit einem Zitat von Charles Darwin, der in seiner Autobiografie geschrieben hat: Ich hatte immer Freude daran, die Pflanzen in der Rangordnung organisierter Wesen höher zu stufen. Das schreibt er in seiner Autobiografie, und ich glaube, das gilt für beide. Das gilt sowohl für Charles Darwin als auch für Hilma af Klint. Beide haben mit der Evolution gearbeitet. Sie hatten unterschiedliche Begriffe von Evolution, aber ich glaube, dass man sie aufeinander beziehen kann. Und ich glaube, dass uns rückblickend auch Freude bereitet, die Pflanzen in der Rangordnung organisierter Wesen höher zu stufen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und diesem schönen Haus danke ich dafür, dass ich hier sprechen konnte. Vielen Dank.